Hallo Leute, heute reagieren wir auf ein Video von Vitamine. Und zwar gefangen im Mädchengefängnis. 3, 2, 1, let's go! Bro, wir müssten leicht durch sein. Ja, wir müssen weiter. Wir müssen das Geld uns holen. Okay, und oh, wo fertig. Ist Vitamine da? So, komm, jetzt können wir nach oben und können nach diese der Bank, aus. Bank ja. ausrauben ja, hier. Ich habe Vitamine schon alles vorbereitet. Die Bombe habe ich mit. Ich werde sie nun dort hinlegen und schon mal platzieren. Aber wir wissen ja, dass sie erwischt werden, denn sie sind gefangen im Mädchengefängnis. Und jetzt weiter weg hier. Achtung, 3, 2, 1, Action! Wow! Okay, das hast du gut gemacht. Und jetzt können wir uns das ganze Geld schnappen. Ja, komm, aber... Ich bin gespannt, wann sie erwischt werden. Okay, wie weit kommen sie? Ich sage, sie schaffen es nicht aus der Bank heraus. Also ich denke nicht, dass sie es rausschaffen. Am besten gib mir den Geldbeutel. Ja, okay, dann nimm den Geldbeutel. Und jetzt mach die Tür auf. Wir müssen hier durch. Super, jetzt nur noch... Sah Vitamine nicht gerade eben anders aus? Ah, nee, okay, er sah genau raus. Abhauen! Kommen Sie sofort runter! Da ist schon der Polizist. Ich sag ja, die schaffen es nicht raus. Ah, wir sind in der Überzahl. Okay, eigentlich bin ich alleine, aber ich probier's halt mal. Oh, oh, was sollen wir tun? Da unten ist ein Polizist. Geh du als erstes runter und ich werde nachkommen. Oh, wetten, das ist ein Verräter. Danach werde ich ihn umschubsen und dann können wir beide fliehen. Okay, ich vertraue dir. Okay, ist ja in Ordnung, wir ergeben uns. Aha, niemals. Oha. Tschüss, du Vollidiot, Vitamine. Warte mal, was? Wurde er hat mich verarscht. Er ist einfach weggerannt. Was? Sie kommen jetzt erstmal schön mit ans Auto. Sie sind festgenommen. Oh nein. Ich... Ja, Vitamine, da hast du dem Falschen vertraut. Wurde jetzt noch festgenommen? So, das hast du wohl davon. Ins Auto mit dir. Oh nein. Aber ich glaube, den anderen sehen wir nochmal wieder. Leute, jetzt wurde ich noch festgenommen. Oh Gott, wo geht es denn nun hin? Du kommst ins Brookhaven-Gefängnis, so wie es dir passt. Oh nein, der Räuber, den ich gerade noch kennengelernt habe, der hat mich einfach veräppelt, Freunde. Glaubt niemals einen Räuber. Und nein. Haha, das ist jetzt dein Zuhause für die nächsten Jahre. Oh, für die nächsten Jahre. Oh nein, bitte nicht. Ich will hier nicht drinnen sein. Aha, Vitamine Roblox. Schöner Name. Aber du bist nun festgenommen. Oh Mann, Freund. Oh, da ist er, Vitamine Roblox. Jetzt ist er im Mädchengefängnis. Da steht es an der Tafel. Vitamine Roblox. Und ich wurde jetzt echt festgenommen. Oh nein. Nein, Freunde. Okay, ich gehe ja schon. Ja. Niemals wird einem Polizisten was entkommen. Oh Mann, ich will aber hier irgendwie raus. Okay, welche Zelle muss... Oh, da ist aber ein Junge. Da ist ein Junge. Was ist denn? Du kommst zu Jeff in die Zelle. Jeff ist hier der Stärkste im Knast. Jeff? Okay. Kann ich nicht vielleicht doch nach Hause gehen? Netter Versuch. Viel Spaß hinter... Oh, mit Jeff würde ich mich nicht anlegen. Der sieht ziemlich stark aus. Geht an. Oh nein, das können Sie doch nicht tun. Oh. Hi, Jeff. Hä? Hey, was quatschst du mich an? Wenn, dann quatsch ich dich an hier. Hast du mich da verstanden? Oh, hey, klar. Es tut mir leid. Oh nein, oh nein. Ich wollte dich nicht belästigen. Ich werde dann mal hier unten mich hinlegen, ja? Ich mach's mir dann... Oh, pass auf, gleich möchte Jeff unten liegen. Dann bequem hier. Sag mal, bist du hier das erste Mal im Gefängnis? Das ist mein Bett. Du kannst hier nicht einfach irgendwo schlafen. Oh, okay. Alles... Wetten, Vitamine muss auf dem Boden schlafen. Klar, dann schlafe ich oben, Wetten. Ja? Hier gefällt mir besser. Auch nicht oben. Okay, ich komme runter. Es tut mir leid. Oh, oh. Und wo soll ich dann schlafen? Du schläfst genau dort. In dieser Ecke da. Nee, siehst du die? In der Ecke? Aber da ist es doch mega kalt und dreckig. Ich habe mich wohl nicht deutlich ausgesprochen. Du sitzt dort hinten in der Ecke. Okay. Oh mein Gott, ey. Wenn ich jetzt denken würde, dass ich noch mehrere Jahre mit Jeff in einer Zelle wäre. Oh nein, oh nein. Okay, Vitamine, ich glaube... Du kommst gleich ins Mädchengefängnis und ich glaube, das ist besser. Okay, alles klar, ich hab's verstanden. Ich werde mich auf jeden Fall hier hinsetzen. Oh Mann, Freunde, das ist mega krass hier im Gefängnis. Ich will hier nicht sein, ich will hier wieder raus. So, euer Essen ist angekommen. Ja, wurde auch mal Zeit. Wenn er ist alles auf. Essen? Wow, okay, ich möchte gerne ein Stück Pizza und eine eiskalte Cola. Alles klar, viel Spaß noch. Ich gehe zu den Nächsten. Oh Mann, okay, wenigstens habe ich jetzt in der Ecke hier meine Pizza und meine eiskalte Cola. Hey, du denkst doch nicht wirklich, dass das deine ist, oder? Hey, aber klar, ich kann dir nicht alles geben. Ich muss auch was essen. Ey, Vitamine, im Klo ist genug Wasser. Gib mir jetzt sofort deine Cola und die Pizza.
Hey, nein, ich gebe dir das nicht, das ist meine. Du willst es also nicht ab... Jetzt gibt's Schläge. Das war's, dann verdienst du nur das hier. Ich hab's doch gleich gesagt, Pech gehabt. Aua, Herr Polizist! Ich muss hier sofort raus, bitte! Polizist weiß doch, was abgeht, er weiß es doch. Ist aber gerade erst ins Gefängnis gekommen, warum solltest du denn jetzt schon rauskommen? Der schlägt mich, der lässt mich nicht aufs Bett, ich muss hier raus, bitte! Eigentlich haben wir keine andere Alternative, außer sie hier ins Gefängnis zu stecken. Aber, naja, gut, ich habe noch einen anderen Plan. Komm mal mit raus. Oha, ey, der Polizist ist ja doch nicht so böse, okay? Oh ja. Jetzt kommen Vitamine wohl ins Mädchengefängnis. Bitte, ich gehe überall hin, nur nicht hier da rein. Okay, dann folg mir. Aber wehe, du machst irgendwelche Faxen. Ja, ist mir egal. Hauptsache nicht mehr bei den krassen Starken da drinnen. Oh Mann, okay. Wo muss ich denn hin? Ich werde dich in ein anderes Gefängnis verlegen. Okay. Hey, jetzt bin ich mal gespannt, wo das Mädchengefängnis ist. Es gibt doch nur ein Gefängnis in Brookhaven. Oh Mann, Freunde, ich steig mal ein. Obwohl, es geht, in ein anderes Gefängnis. Ich weiß zwar nicht, wohin es gehen wird, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, Freunde. Und die Hauptsache weg von diesem krassen, starken Typen dort. Das sollte das richtige Gefängnis für dich sein. Oh Mann, ey. Ich will am besten... wo sind die denn jetzt? Gar nicht mehr ins Gefängnis sein. Naja, egal. Okay, und... Wo bin ich angekommen? Ey, jetzt bin ich aber auch verwirrt. Vorsichtig weiterlaufen. Wo sind wir? Hallo? Wie ist Ihr Name? Das ist Vitamine. Er hat die Bank vorhin ausgeraubt. Nun haben wir ihn festgenommen. Also ja, ich bin Vitamine. Dann würde ich erstmal herzlich willkommen im Mädchengefängnis sagen. Viel Spaß noch. Sie ist aber nett. Sie hat so gesagt, herzlich willkommen im Mädchengefängnis. Mädchen! Was? Mädchengefängnis? Nein, ich glaube, da bin ich falsch! Mädchen! Wie bitte? Das Mädchengefängnis ist nur für Mädchen da. Okay. Nun kann ich die Handschellen abmachen und sie können sich frei bewegen. Okay. Und hier runter muss ich also? Ja, gehen Sie da durch und herzlich willkommen im Mädchengefängnis. Warten Sie mal, was? Ich bin im Mädchengefängnis? Da Sie sich im anderen Gefängnis benommen haben wie ein Mädchen, sind Sie nun ein Mädchen? Da er sich wie ein Mädchen benommen hat. Ey, wie gemein. Mädchengefängnis gelandet. Entschuldigung, hier muss ein Fehler unterlaufen sein. Ich bin kein Mädchen. Oh nein, was ist das denn, Freunde? Ey, ganz ehrlich, ich würde jetzt richtig leise sein und ich würde auch einfach sagen, dass ich ein Mädchen bin, weil ich glaube, im Mädchengefängnis ist das viel besser. Also es ist zumindest besser, als mit Jeff in einer Zelle zu sein. Dort hinten sitzen ja schon zwei Mädchen und wenn Vitamine hier frei rumlaufen darf, hat er ja viel mehr Platz, das ist voll gut. Selbst wenn die beiden böse sind, kann er den beiden ja einfach aus dem Weg gehen. Also das finde ich schon echt gut, das Gefängnis. Einfach ein Mädchengefängnis. Ich möchte hier nicht sein. Okay, und da sitzen auch zwei. Ey, schau mal, da ist ein Junge. Wie kann das denn sein? Der hat sich wahrscheinlich benommen wie ein Mädchen. Deswegen ist er hier im Mädchengefängnis. Hallo? Die haben den Braten schon gerochen. Ich bin Vitamine und anscheinend bin ich hier komplett falsch. Ich bin im Mädchengefängnis. So wie du aussiehst, bist du auch ein Mädchen. Und Chef, du kennst doch die Mädchenregeln hier. Okay, was sind Mädchenregeln? Hä? Also ich bin ein Junge, ich habe keine Ahnung, was Mädchenregeln sind. Was kann im Mädchengefängnis, was können das für Regeln sein? Also das ist bestimmt irgendwas ganz Komisches, irgendwie... Weiß ich nicht. Morgens wird immer zusammen Kuchen gebacken oder irgendwie sowas. Mädchenregeln? Oh Mann, Freunde, ich möchte hier raus. Leute, wo ist überhaupt hier mein Schlafzimmer? Ich muss mich erstmal umgucken. Wie sieht das denn aus? Ah, du hast einen Fernseher, ist doch mega nice. Alles ist voll mit Pink. Das gefällt mir nicht. Oh Gott, hier sind aber auch riesige Zimmer. Normalerweise sind doch Gefängniszellen mega klein. Und hier sind die übel Großfreunde. Oh, wer ist das denn jetzt? Mein Zimmer. Warte mal, wer bist du denn jetzt? Ich bin sowas wie der Boss hier von den Mädchen. Oh. Also alle Mädchen hören auf mich, sonst gibt es Probleme. Und ich hoffe, du hast mich da auch verstanden, ja? Ja, verstanden. Ich glaube, sie ist nicht so schlimm wie Jeff. Folg mir, ich zeig dir dein Bett. Okay, Leute, anscheinend schlafe ich hier drüben. Und wo soll ich hier schlafen? Du schläfst oben, damit ich kein Mädchen ertragen muss. Oh mein Gott. Wie gemein. Vitamine ist doch voll nett. Mein Gott, Leute, was passiert hier? Okay, das ist anscheinend mein Bett. Wenigstens habe ich auf jeden Fall schon mal hier ein Bett. Nicht so wie im anderen Gefängnis und...
Hier ist ja noch ein Mädchen. Stabile Zähne auf jeden Fall. Wir sind Haufen Mädchen. Alle Mädchen gehören hier hin. Oh nee, Leute. Ich möchte gar nicht hier sein. Ich will normal raus hier. Ey, aber Vitamine, ich gebe dir jetzt einen Geheimtipp. Und dir als Zuschauer gebe ich auch einen Geheimtipp. Und zwar, hinter dem Fernseher ist ein gelber Knopf. Und da musst du draufdrücken und dann öffnet sich eine Luke im Boden. Da ist ganz viel Geld drinne und da sind Waffen drinne. Also wenn dich die Mädchen nerven, kannst du da einmal reinklettern und dann kannst du dir richtig schöne Waffen holen und dann bist du der Chef vom Knast. So, ich würde sagen, es geht weiter. Das ist ein reines Mädchengefängnis. Das ist so schön. Ey, das ist doch voll chillig. Die sind im Wohnzimmer mega nice. Oh ja, Mädels, die Mädelsendung geht los. Mädelsendung? Oh nein, wo bin ich denn? Ey, das ist aber, glaube ich, auch echt schlimm, wenn du dir den ganzen Tag Sachen angucken musst, die dir nicht gefallen. Hier gelandet. Ich muss hier wieder raus. Bitte. Zurück zu Jeff. So leicht geht es für dich hier nicht mehr raus. Du musst genau noch 300... Außer er benimmt sich jetzt wie ein Junge. 27 Stunden hier verbringen. Was? Oh nein, bitte nicht. Das ist ja ein Albtraum, Freunde. Ich muss hier bitte irgendwie raus. Ein komplettes... Hol dir die Waffenvitamine. Hab ich doch gerade gesagt. Mädchengefängnis, wo einfach nur überall Mädchen sind. Oh Gott, oh Gott. Und schön, dass du gerade unten bist. Oh, da kommt die Chefin. Zeig ich dir gleich mal deine Arbeit. Warte mal, meine Arbeit? Du kannst erstmal die ganzen Pflanzen gießen. Die Pflanzen? Vitamine muss arbeiten im Gefängnis. Pflanzen gießen? Was? Hey, aber nein, ich will nicht die Pflanzen gießen. Mach es lieber, oder es wird nicht schön für dich enden. Oh Mann, was? Und jetzt muss ich für die Mädchen noch arbeiten. Und? Das wäre voll gemein, wenn er der Einzige ist, der arbeiten muss. Nein, jetzt muss ich auch noch die Blumen gießen. Das ist dein Job. Eher wirst du hier nicht rauskommen. Okay, Leute, dann werde ich mal die Blumen gießen. Und, ach Mann, ich bin hier im Mädchengefängnis. Da bin ich ehrlich, da hat mir das mit dem Bösewicht mehr gefallen. Ich bin hier... Echt? Nee. Also, da gieße ich lieber ein paar Blumen, anstatt dass mich so ein Jeff neben den Klo schlafen lässt und dann auch noch meine Cola wegnimmt und meine Pizza. Nee. Also, gegessen haben die hier ja noch nicht, ne? Aber ich glaube, das ist hier besser, weil zumindest hat er ein Bett. Hier, komplett geliefert. Ach, naja, egal. So, wir gießen mal alle Blumen. Und das ist nämlich heute unsere Arbeit, Freunde. Und wir müssen die Arbeit tun. Denn ihr kennt ja, die Mädchen sind sonst auf jeden Fall böse. Und ich möchte nicht wieder auf dem Boden schlafen. Oh Gott, Freunde, was passiert hier? Okay, das hättest du geschafft. Ja, das hätte ich wirklich geschafft. Oh, vielen Dank, dass ihr mich... Okay, da kommt die Chefin. Was möchte sie? Was muss Vitamine jetzt machen? Ich wieder rausgelassen habe. Ich wollte da nicht mehr drin sein. Aber, Mädels, kann ich dich wieder raus? Aus diesem Gefängnis hier? Als ob wir das entscheiden könnten, ob du aus dem Gefängnis kannst. Oh ja. Mann, ich drehe hier komplett durch, Freunde. Naja, egal. Ich werde das schon irgendwie durchhalten hier die nächsten paar Stunden. Aber Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, wie wir hier im Mädchengefängnis sind, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht kostenlos abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss. Okay, Vitamine ist anscheinend nur noch ein paar Stunden im Mädchengefängnis. Na, dann bist du ja doch gut davon weggekommen, dass du die Bank ausgeraubt hast. Also mir hat das Video auf jeden Fall gefallen. Ich lasse auf jeden Fall einen Daumen da. Und ich schreibe nochmal einen Kommentar. Hashtag Team Aborg war hier cooles Video. So, das lasse ich da. Und mir hat das Video gefallen. Schaut gerne bei Vitamine vorbei. War echt ein cooles Video. Und nächste Woche kommen wieder normale Videos. Diese Woche waren mal ein paar Reactions am Start. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.